Jetzt Fit for Life. Der Praxistipp. Ihr gesunder Start ins Wochenende mit Harry Landauer. Guten Morgen an diesem schönen Spätsommerwochenende. Im Notfall alles auffahren, was in der modernen Medizin möglich ist. Das ist das Ziel, sagt unser heutiger Gast in Fit for Life. Wir reden über die Notaufnahme im Krankenhaus. Rund um die Uhr stehen die Teams bereit, um Menschen in Notfällen zu versorgen. Aber wann ist ein Notfall ein Notfall? Für wen ist die Notaufnahme wirklich da? Jetzt in Fit for Life. Charivari, Fit for Life, Top-Mediziner aus unserer Region. Im Gespräch mit Harry Landauer. Guten Morgen heute an Dr. Felix Rockmann. Er ist Chefarzt und Leiter des Notfallzentrums am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Regensburg. Dr. Rockmann, 20 Millionen Menschen in Deutschland landen jährlich in der Notaufnahme. 30.000, weit über 30.000 sind es bei Ihnen am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder. Für wen ist die Notaufnahme da? Es gab diese Woche ja die Meldung, dass viele in die Notaufnahme gehen, die da nicht hingehören. Für wen ist die Notaufnahme da? Die Frage ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Also grundsätzlich bereiten wir uns auf alle schwerwiegenden Erkrankungen vor. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir Patienten stationär aufnehmen müssen. Das bedeutet, dass die Patienten so krank sind, dass die stationäre Behandlung gerechtfertigt ist. Das heißt, wir sind Diagnostiker. Wir versuchen, eine Diagnose im Notfallzentrum zu stellen oder wichtige Diagnosen auszuschließen. Das kann eben auch dann der Grund sein, warum ein Patient ambulant bleiben kann, weil wir sagen, Mensch, das vielleicht primär vermutete Herzinfarkt, Schlaganfall liegt nicht vor. Und die weitere Diagnostik oder die weitere Therapie kann durch den niedergelassenen Kollegen erfolgen. Jetzt geht ja keiner freiwillig in die Notaufnahme. Gibt es denn Symptome, wo Sie sagen, also wenn Sie das an sich spüren, dann sollen Sie unbedingt kommen, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit? Es gibt typische Symptome für einige Erkrankungen. Der typische Brustschmerz, ein Brennen, ein Drücken. Das heißt, wenn der plötzlich auftritt, das heißt, die Dauer der Beschwerden noch ganz kurz ist, aber so charakteristische Symptome da sind, dann ist das ein Grund, in eine Notaufnahme zu kommen oder sich bringen zu lassen. Wenn die Schmerzen, eines der häufigsten Symptome, sehr stark sind, die vielleicht man schon länger hat, aber jetzt ganz besonders ausgeprägt sind, dann ist das ein Grund. Oder wenn ein Organ nicht funktioniert. Das ist für uns auch schon mal so ein ganz klarer Hinweis. Mensch, hier ist was Ernsteres. Ich kriege nicht mehr genügend Luft. Ein Arm geht nicht mehr. Das Sprechen geht nicht mehr. Ich sehe nicht mehr. Das sind für uns klare Symptome. Oder ich spüre etwas nicht mehr. Das sind für uns klare Symptome. Mensch, hier ist etwas nicht in Ordnung. Hier sollten möglichst rasch eine weitere Diagnostik erfolgen. Und ich glaube, das sind auch für den Laien klare Symptome, die einen dazu bringen sollen, in eine Notaufnahme zu gehen. Dann gehen wir da auch jetzt gleich hin. Fit for Life. Wissen, worauf es ankommt. Ihr gesunder Start ins Wochenende. Immer samstags ab 11 auf Charivari. Charivari, Fit for Life, Ihr gesunder Start ins Wochenende, immer samstags, 11 bis 12. Wer krank ist, geht zu seinem Hausarzt, wenn der Sprechstunde hat. Jetzt zum Beispiel am Wochenende wird es schwierig. Außerhalb dieser Zeiten, wo geht man dann hin? Gleich in die Notaufnahme im Krankenhaus? Dr. Felix Rockmann leitet das Notfallzentrum am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Regensburg. 24 Stunden am Tag stehen die Teams bereit, um Notfälle zu behandeln. Ist bei Ihnen, Dr. Rockmann, eben dann besonders viel los, wenn die Hausärzte zu haben? Wann sind bei Ihnen Stoßzeiten? Wir haben Stoßzeiten zum Beispiel Montagmittag. Da ist bei uns so das klassische Hochzeit, auch Freitagmittag. Dann, wenn tatsächlich der Hausarzt in Arbeit ist und uns Patienten schickt. Wir haben ein zweites Hoch. Dann, wenn genau das, was Sie gerade ansprechen, nicht mehr da ist. Also am späten Nachmittag die Menschen aus der Arbeit nach Hause kommen und dann auch das Problem offensichtlicher wird oder die Symptomatik noch mal stärker wird, dann ist oft zwischen 18 und 21 Uhr noch mal ein zweiter Gipfel, wenn man das so sagen darf, zu sehen. Aber auch das Wochenende
hat sich in den letzten Jahren, und ich blicke jetzt auf 7 Jahre zurück, noch deutlich gesteigert in den Zahlen der Behandlungen. Das hat ganz viele verschiedene Gründe, die nicht ganz einfach in 2, 3 Sätzen darzulegen sind. Kann man es trotzdem versuchen? Zum einen, es gibt jetzt im Vergleich zu vor 15 Jahren dem viel zitierten Dr. Google, gibt man 3 Symptome ein, kommen immer die schlimmsten als erstes, weil die interessantesten sind. Die Leute glauben und sie haben das. Das zweite ist, die Gesellschaft hat sich verändert und verändert sich. Gott sei Dank, wir leben nicht mehr so wie vor 50 Jahren. Männer und Frauen sind in Beruf, haben Verpflichtungen, haben eine Familie. Das gilt auch für Ärzte. Und seit ungefähr 10 Jahren ist die Zahl der Medizinstudentinnen stark gestiegen und dann auch damit natürlich die Zahl der Ärztinnen, die auch Teilzeitangebote suchen. Das heißt umgekehrt, auch der junge Mann als Mediziner möchte seiner Verantwortung gegenüber seiner Familie nachkommen. Das bedeutet, das, was es vor 30 Jahren noch gab, Mediziner, die einfach 24 Stunden erreichbar waren, das gibt es nicht mehr. Und das kann man jetzt für gut oder schlecht halten, das ist eine Tatsache. Die Notaufnahme füllt leider bei manchen hier eine Lücke. Deswegen möchte ich ganz besonders eben darauf hinweisen, dass es Alternativen auch gibt. Und die halte ich für ganz wichtig, denn die geraten oft in Vergessenheit. Nicht in Fit for Life. Welche Alternativen das sind, gleich nach halb auf Charivari. Jetzt Fit for Life, der Praxistipp. Ihr gesunder Start ins Wochenende mit Harry Landauer. Schönes Wochenende wünschen wir Ihnen. Was sind Ihre Pläne? Sicher nicht zum Arzt zu gehen. Was aber, wenn Sie einen brauchen? Gleich in die Notaufnahme ins Krankenhaus? Nicht unbedingt, sagt unser heutiger Gast in Fit for Life, denn es gibt eine gute Alternative. Erfahren Sie gleich, welche. Charivari, Fit for Life, Ihr gesunder Start ins Wochenende. Fit for Life heute mit Dr. Felix Rockmann, Chefarzt und Leiter des Notfallzentrums am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder. 24 Stunden dafür medizinische Notfälle aller Art. Ja, wann ist ein Notfall ein Notfall? Diese Woche gab es die Meldung, dass immer mehr Menschen die Notaufnahme im Krankenhaus aufsuchen, obwohl sie eigentlich nur Bagatellerkrankungen haben. Aber wohin dann, wenn der Hausarzt zu hat? Nun, es gibt eine gute Alternative, Dr. Rockmann, nämlich eine Telefonnummer, die 116 117. Was ist das? Die KV, die Kassenärztliche Vereinigung, organisiert Notfalldienste. Schon immer. Und das macht sie flächendeckend. Wenn man nicht weiß, wo, ist die 116 117 eine bundeseinheitliche Rufnummer, die Nummer, bei denen Ihnen geholfen wird. Das heißt, da kann man nachfragen, welcher Allgemeinarzt, welcher diensthabende Arzt ist jetzt für mich da, wo kann ich hingehen, auch für speziellere Probleme, sei es an den Augen, sei es an den Ohren. Und die Notaufnahme sollte vor allem nach Zuweisung durch einer dieser Kollegen genutzt werden oder eben, wie vorher schon erwähnt, bei diesen ganz herausragenden Symptomen. 112 im Notfall, 116, 117, wenn man einen Arzt braucht zunächst mal. Gibt man da nicht ein Risiko ein? Da gibt man nie ein Risiko ein. Das ist immer ein Auskunftsdienst der KV hier in Bayern, der genau dann geschaltet ist, wenn die Praxis zu hat, die einem weiter vermitteln können an den, der jetzt offen hat oder der jetzt ansprechbar ist. Das heißt, da bekommt man immer dann den nächstgelegenen Arzt oder die Ärztin genannt. Und für alle anderen, für alle Problempatienten, für alles, was sich sonst da nicht lösen lässt, sind wir gerne da, wo es darum geht, rasch, kompetent an einem Platz die Medizin, die heute möglich ist, aufzufahren und Patienten aufzunehmen mit allen möglichen Sorgen, Verletzungen, Problemen. Und das ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt, dass wir das auch morgen und übermorgen noch vernünftig und gut machen. Fit for Life.
Wissen, worauf es ankommt. Immer samstags ab 11 auf Charivari. Charivari. Fit for Life. Gesund sein, gesund bleiben. Mit Harry Landauer. Charivari, Fit for Life. Heute in der Notaufnahme des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder. Die leitet Dr. Felix Rockmann. Er ist dort Chefarzt. Behandelt über 30.000 Patienten im Jahr und sagt, das ist ein toller Arbeitsplatz. Warum eigentlich? Warum ich das für einen tollen Arbeitsplatz halte? Das ist genau diese Spannbreite, die sich ergibt und viele Sachen, wo sich der Einzelne vielleicht prima keine Gedanken drüber macht. Wir sind die erste Anlaufstelle eben für den Herzinfarkt, genauso wie für das Polytrauma. Wir setzen das um, was sich so der Gesetzgeber immer wieder gedacht hat, vom Thema Hygiene. Wie erkenne ich den infektiösen Patienten, der ins Krankenhaus soll? Welche Sicherheitsmerkmale muss ich erfüllen? Das heißt, von der Checkliste bis zum Armband für den Patienten, dass es keine Verwechslungen gibt. Von der Aufklärung für Interventionen bis zur Wahl des richtigen Spezialisten in der Weiterbehandlung. Dafür ist die Notaufnahme da. Und es ist schön zu wissen, dass wenn es drauf ankommt, man nicht alleine dasteht, auch in der Notaufnahme nicht alleine das Team ist, ob ärztlich, pflegerisch, sondern dass auch ein großes Haus und die Kompetenz eines großen Hauses in der Anästhesie, in der Chirurgie, in der Inneren, in der Neurologie und wie sie alle heißen, dastehen und dann an einem Strang ziehen. Lebensretter in der Notaufnahme. Dankeschön, Dr. Felix Rockmann. Alles Gute für Sie und Ihre Arbeit. Vielen Dank. Wenn Sie diese Sendung nachhören möchten oder Teile davon oder andere Sendungen aus der Reihe Fit for Life, Sie finden die Podcasts auf charivari.com. Service Fit for Life. Ihnen ein schönes Wochenende. Fit for Life, der Praxistipp. Immer samstags ab 11 auf Charivari.